Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Manfred Voigt. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Webinar zum Thema SAP Sales Cloud. Bringen Sie Ihre Kunden auf den Geschmack aus unserer SAP CX Webinarreihe. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Kundenerlebnis Ihrer Kunden nachhaltig und über alle Kommunikationskanäle im Sales und Service hinweg verbessern. Das Webinar endet circa um 11.45 Uhr. Wir haben danach noch circa 15 Minuten, um Fragen von Ihnen zu beantworten. Sollten Fragen zwischenzeitlich gestellt werden, versuchen wir diese im Kontext zu beantworten, wenn nicht, dann eben in den letzten 15 Minuten. Sie können Fragen gerne hier in der Chatbox stellen. Ich werde die notieren und dann Jessica entweder im Kontext zu übermitteln oder dann eben am Schluss. In diesem Webinar zeigen wir, wie Sie mit der SAP Sales Cloud Pre-Sales-Prozesse effizienter umsetzen und Ihren Vertriebsmitarbeitern zeitgleich umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten bieten, um vertriebliche Entscheidungen besser treffen zu können. Unser Referent ist Jessica Rübelke, SAP CX Consultant bei Atos. Während des Webinars, wie gesagt, haben Sie die Gelegenheit, über die Chatbox die Fragen zu stellen. So, und damit übergebe ich an dich, Jessica, bitteschön. Dankeschön. Ja, auch von mir herzlich willkommen zu unserem SAP Sales Cloud Webinar. Mein Name ist Jessica Rübelke, wie gesagt, ich bin SAP CX Consultant seit 2016 bei der Atos. Zu Atos allgemein, wir haben 105.000 Business Technologists in über 71 Ländern weltweit. Wir sind der weltweite IT-Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, Nummer 2 in der Managed Security Services weltweit und haben ja 85.000 neue digitale Zertifizierungen, sind auch Global Leader in Cloud und Digital Workplace. Wie Sie hier sehen, sind wir auch in Deutschland an mehreren Standorten vertreten. Wir haben über 70 CX- und CRM-Berater an verschiedenen Standorten mit über 30 Jahren Projekterfahrung und wir haben bereits über 100 CX-Projekte durchgeführt. Wir haben ja verschiedene Lösungen für verschiedene Bereiche des CRM, zum einen Vertrieb, Service, Marketing und auch Commerce. Zu meiner Agenda heute. Ich werde Ihnen zunächst einmal etwas über das SAP Customer Experience erzählen. Dann schauen wir uns einen Verkaufsprozess an, den ich im Anschluss daran direkt im System zeigen werde. Und danach gehe ich noch einmal auf unsere CX Smart Starter ein und auch unsere Simple Apps. Und wie Manfred bereits erwähnt hat, haben wir da noch eine Fragerunde, in der Sie gerne Fragen an mich richten können. Zum SAP Customer Experience. Der Begriff CRM hat sich weiterentwickelt zu dem Begriff CX, Customer Experience. Damals oder bisher war es so, dass der traditionelle CRM-Begriff eigentlich das Produkt in den Fokus stellt. Das heißt, man möchte sein Produkt verkaufen und die Interessenten finden und diese sollen über dieses Produkt berichten. Das hat sich jedoch weiterentwickelt zu einem interaktiven CRM. Nun steht der Kunde im Fokus. Es soll darum gehen, dass man einen 360-Grad-Blick über den Kunden bekommt, damit man die Angebote individuell gestalten kann und den Kunden so vollkommen zufriedenstellen kann über verschiedene Kanäle. Es geht auch eher darum, dass der Kunde nun mehrere Möglichkeiten hat, über verschiedene Kanäle uns zu erreichen und nicht, dass man den Kunden selber erreichen möchte. Also die Kommunikation hat sich gewandelt. Daraus ist der Begriff CX gewachsen. Customer Experience bedeutet jetzt, dass man jede Interaktion mit dem Kunden dafür eine Möglichkeit schafft, den Umsatz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Zu dem SAP Customer Experience Portfolio. Wie wir hier sehen, gibt es verschiedene Bereiche, die zur Customer Experience gehören. Das sind einmal die Customer Data Cloud und die Customer Data Plattform. Dann haben wir noch den Bereich Commerce und den Bereich Marketing. Wir schauen uns heute die Sales Cloud an. Und am Donnerstag gibt es noch ein weiteres Webinar, das beschäftigt sich mit dem Service-Bereich.
Ja, dann kommen wir zu dem End-to-End-Prozess Verkauf und Service. Wie wir hier sehen, das Webinar SAP Sales Cloud, das behandelt den Prozess von der Identifizierung des Kontaktes bis hin über Lead Opportunity zum Angebot. Das werden wir gleich alles in der Live-Demo sehen. Der anschließende Kundenauftrag, der sich aus dem Angebot ergibt, wird dann allerdings erst im Backend erstellt, im ERP. Das werden wir heute nicht mehr sehen, der Bereich Kundenauftrag bis Rechnungsstellung. Dann haben wir den Prozess Webinars SAP Service Cloud. Das beinhaltet Vertrags- und Objektverwaltung, Omnichannel Kundenservice und technischen und Remote Support. Dieser Prozess wird am Donnerstag vorgestellt. Und das Webinar FSM, Field Service Management mit der Einsatzplanung und dem Vor-Ort-Service, werden wir am kommenden Dienstag vorstellen. Die Ersatzteillieferung und Abrechnung findet dann auch im Backend im ERP statt. Das ist dabei nicht wird nicht behandelt. Dann komme ich zu dem Verkaufsprozess. Zu unserem heutigen Use Case. Wir sind die Verpackungsmaschinen GmbH, ein Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern, einem Jahresumsatz von 250 Millionen Euro und wir sind in der Branche Maschinenbau tätig. Wir stellen Verpackungsmaschinen her und unsere Herausforderungen sind, die Kunden informieren sich heutzutage selbstständig, sodass der initiale Kundenkontakt oft erst später im Vertriebsprozess erfolgt. Die Produktpalette wird breiter und komplexer, das heißt, die Angebotserstellung wird erschwert. Die Vertriebsmitarbeiter haben keinen Gesamtüberblick über den Kunden und der Überblick über mögliche Verkaufschancen ist leider auch nicht vorhanden. Und das möchten wir gerne in der Sales Cloud zeigen, dass diese Herausforderungen damit abgedeckt werden können und der Arbeitsalltag erleichtert wird. Wir schauen uns den Arbeitsalltag von Thomas Sales an. Das ist unser Vertriebsmitarbeiter. Er beginnt erstmal damit, eingegangene E-Mails zu prüfen bzw. delegieren, weiterzuleiten. Zu seinem Alltag gehören auch Kundengespräche. Er besucht die Kunden vor Ort, erstellt Angebote und führt ein regelmäßiges Unternehmensreporting durch. Sein Aufgabenbereich liegt in der Verantwortlichkeit für Kunden verschiedener oder seiner Vertriebsregionen. Er steuert die Vertriebsaktivitäten für diese Region und erkennt Up- und Cross-Selling-Potenzial. Zu seinen Herausforderungen gehört, dass die Bestandskunden von neuen und geänderten Produkten überzeugt werden sollen. Es besteht ein Wettbewerbswettkampf und die Anforderungen der Kunden werden halt immer individueller und auch der Sales Cycle wird länger und somit auch der Aufwand höher. So sieht unser Use Case aus. Das ist der Pre-Sales-Prozess Lead to Quote. Wir beginnen ganz links, indem wir uns einmal die E-Mails anschauen. Thomas Sales sieht, dass die Kundin Kerstin Schuster eine E-Mail geschrieben hat mit einer Anfrage zu einer neuen Verpackungsanlage V300 2021, nachdem sie ein Webinar zu dem Produktportfolio gesehen hat. Aus dieser E-Mail generieren wir ein Lead. Das qualifizieren wir dann zur Opportunity. Die wird dann gepflegt. Wir werden das gleich im System alles genauer sehen, welche Aktivitäten angelegt werden können. Dann kommen wir zu der Besuchsvorbereitung. Der Besuch wird durchgeführt beim Kunden und im Anschluss wird ein Angebot erstellt und auch an den Kunden versendet. Gibt es bisher schon Fragen, Manfred? Nee, ich denke, das war alles sehr ausführlich. Okay, super. Dann würde ich jetzt in das System gehen. Wir sind jetzt hier angemeldet als Thomas Sales. Wir landen direkt auf der Startseite des C4Cs und sehen erst einmal, er bekommt zum Beispiel die Nachrichten angezeigt. Er hat einen Überblick über wichtige Zahlen und Daten, die für ihn relevant sind. Er kann sich seine Startseite auch hier oben selber anpassen und wirklich nur die Informationen sehen, die er benötigt. Er sieht beispielsweise seine Aufgaben, die er noch erledigen muss. Und er sieht noch anstehende Aktivitäten, wie verschiedene Termine. Dann würde ich einmal in
mein Outlook springen und sehe hier, das läuft jetzt über meine E-Mail-Adresse, die ist an der an dem Kontakt Kerstin Schuster hinterlegt. Die Kerstin Schuster hat eine E-Mail geschrieben. Hallo Herr Sales, vielen Dank für das spannende Webinar letzte Woche. Uns hat besonders die neue Technik für das Verschließen von Folien überzeugt. Hierzu würden wir gerne mehr Informationen erhalten, da wir ein neues Werk in Polen für unsere Süßwarenproduktion aufbauen möchten, bei dem diese Art von Maschinen zum Einsatz kommen könnte. Vielen Dank, Kerstin Schuster, der Genusswaren GmbH. Wenn ich nun den Seitenbereich einblende, von dem SAP Outlook Add-in wird die E-Mail automatisch erkannt. Ich melde mich einmal nochmal ab und wieder an. Genau. Hier ist das Anmeldeformular. Unser Tenant ist ausgewählt, mein User und Kennwort. Und jetzt kann ich das Ganze auch noch etwas breiter ziehen. Dann wird es sichtbarer. Kerstin Schuster wurde erkannt von der Genusswaren GmbH. Meine E-Mail-Adresse ist hinterlegt. Kontaktdaten sind zu sehen. Ich sehe Leads und Aktivitäten und kann hier auch noch umstellen auf verschiedene Elemente des Systems. Zum Beispiel Leads, Aktivitäten, Opportunities, Angebot, Kundenauftrag und Tickets. Und kann dann genau erstmal allgemeine Daten dazu sehen. Wenn Thomas Sales dann jetzt ein Lead für diese E-Mail anlegen möchte, kann er über das Plus gehen. Hier sieht er verschiedene Elemente, die er im System anlegen kann. Wir wählen jetzt ein Lead aus. Wir nehmen die Genusswaren GmbH. Nennen unser Lead Präsentation Innovationen der Verpackungsindustrie. Ich ziehe einen vorhandenen Kunden. Da wird mir auch schon die Genusswaren GmbH vorgeschlagen. So. Präsentation, Innovationen der Verpackungsindustrie. So. Der Ansprechpartner wird automatisch gezogen. Ich kann die Quelle auswählen. Es war ein Webinar, wo das Produktportfolio vorgestellt wurde. Die Qualifizierungsstufe steht auf heiß. Wir haben den Kunden als A-Kunde eingestuft. Der Verantwortliche ist Thomas Sales, der wird automatisch hinterlegt. Ich hätte jetzt noch Möglichkeit, mehrere Informationen anzugeben. Allerdings sind sie nicht verpflichtend. Das ist kein Sternchen hinter. Also können wir den Lead direkt sichern und öffnen. Und dann können wir die E-Mail auch an diesen Lead anhängen, damit ich die E-Mail direkt wiederfinden kann. So, wenn ich jetzt auf Leads gehe, dann sollten die Leads eigentlich geladen werden. Ich melde mich nochmal neu an. Vielleicht gab es ein kleines Problem bei dem Outlook-Add-in.
So, da sind die Leads zu sehen. Da ist auch mein Lead Präsentation Innovation der Verpackungsindustrie. Ich kann die E-Mail einfach nehmen, draufziehen und die Synchronisation wird gestartet. Wenn ich nun in mein Lead reingehe, erstmal sehe ich hier links in dem Bereich Verkauf die verschiedenen Unterpunkte, Leads, Opportunities, Angebote, Kundenaufträge, die natürlich auch in dem System zu sehen sind, und kann hier in der Übersicht der Leads meine Präsentation suchen. Das geht über die Lupe hier oben. Präsentation, ich glaube, ich habe mich verschrieben, genau. Präsentation, Innovation der Verpackungsindustrie. Da kann ich reinspringen. Und in der Zeit, in der Zwischenzeit wurden jetzt Informationen zu dieser Anlage, der Verpackungsanlage an den Kunden versendet. Er hat konkretes Interesse an der neuen Verpackungsmaschine bekundet. Daher möchten wir jetzt diesen Lead in eine Opportunity umwandeln. Wir können erstmal nochmal überprüfen, dass die E-Mail auch hinterlegt wurde. Die ist hier angefügt. Ich sehe hier in meinem Quick View einmal eine kurze Übersicht und auch die E-Mail selbst mit Text. Ich könnte jetzt in die E-Mail noch hineinspringen und sehe den Empfänger, ich sehe die Nachricht. Im Falle, dass eine Anlage an der E-Mail dranhängt, würden die Anlagen hier zu sehen sein. Genau. Dann würde ich diesen Lead in eine Opportunity umwandeln. Dabei werden jetzt die Daten, die im Lead schon vorhanden sind, vorbelegt, sodass ich nur noch Ergänzungen machen muss, wie beispielsweise den erwarteten Wert. Ich könnte meine Wahrscheinlichkeit verändern, wenn wir denken, okay, die Wahrscheinlichkeit ist 80%, dass diese Opportunity zu einem Auftrag werden könnte. Und dann kann ich noch das Produkt hinzufügen. Und dabei wird auch automatisch der hinterlegte Preis angegeben. Ich kann die Menge anpassen. Wir möchten 5 Verpackungsmaschinen verkaufen. Und dann öffne ich die Opportunity. Thomas Sales hat jetzt die Möglichkeit, in seiner Opportunity verschiedene Aktivitäten zu hinterlegen. Er sieht einmal hier oben in seiner Übersicht die wichtigsten Daten zu dieser Opportunity. Das ist überall gleich aufgebaut, auch bei dem Lead und der Firma hat man diesen Bereich hier oben. Darunter, wenn man es aufklappt, sind dann noch weitere Daten zu sehen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick wichtig sind sozusagen. Man möchte es ein bisschen übersichtlicher haben, deswegen kann man es ausklappen. Die Vertriebsaktivitäten sind hier zu finden. Wir haben einen Aktivitätsberater, sodass man bei einer Opportunity schon Vorschläge bekommt, welche Aktivitäten werden durchgeführt, was benötige ich für diese Opportunity. Das kann man über die Checkboxen auswählen. Wir möchten zum Beispiel eine initiale Anforderungsanalyse machen. Thomas Sales möchte zum Kunden hinausfahren. Dafür legt er diesen Termin an. Er möchte aber auch noch im Nachhinein die Machbarkeit klären und den Zeitplan des Kunden ermitteln. Diese wählt er über die Checkbox aus, fügt sie hinzu. Und dann werden Sie in dem linken Bereich Aktivitäten sichtbar. Und ich könnte jetzt auf einen Termin draufgehen und habe hier unten drunter meine Details. Ich sehe den Betreff, den Hauptansprechpartner. Ich sehe Start- und Enddatum mit Zeit. Ich könnte die Erledigung auch schon verändern, wenn schon etwas davon erledigt wurde. Und wenn man weiter runter scrollt, hat man noch die Gruppierung in Termine, also die initiale Anforderungsanalyse und die Machbarkeit klären. Das sind 2 Termine, aber wir haben noch Aufgaben, auch zum Beispiel Zeitplan des Kunden ermitteln. Telefonate werden gruppiert, E-Mails und auch Besuche.
Wir möchten jetzt oder der Thomas Sales möchte jetzt den Termin zur initialen Anforderungsanalyse vorbereiten. Dafür kann er jetzt in den Termin reinspringen. Er sieht zum Beispiel, wer automatisch welche Beteiligten kommen zu diesem Termin. Genau, dann hat er zugehörige Aktivitäten, die man ergänzen kann. Man sieht, dass die Opportunity verbunden ist damit und er möchte sich gerne noch einen Überblick über die Firma verschaffen, sodass er gut vorbereitet ist, wenn er vor Ort ist. Und geht daher in den Kunden rein. Wir sehen auch hier wieder unsere allgemeinen Daten, Kundennummer, Name, Rolle, ist es ein Kunde, Status ist aktiv, die Adresse ist zu sehen. Genau. Dann möchte Thomas Sales sich einen Überblick über die Angebote verschaffen. Wir sehen hier alle Angebote, die zu diesem Kunden gehören, mit dem Status. Wir sehen, es sind schon einige abgeschlossen, manche sind aber auch noch offen. Wir können sehen, wann dieses Angebot angelegt wurde, die Summe und auch den Verantwortlichen dafür. Genauso gut kann Thomas Sales sich die Tickets ansehen, das heißt, welche Verpackungsmaschinen hatten vielleicht Fehler, mussten behoben werden, haben Wartungen stattgefunden. Hier sind alle Tickets zu diesem Kunden aufgelistet mit der Priorität und dem Status angelegt am und zu wem sind diese Tickets zugeordnet. Genau, und dann möchte Thomas Sales gerne, dass dieser Kunde, dass er eine Kundenzusammenfassung über diesen Kunden hat, damit er, wenn er vor Ort ist, sich das ausdrucken oder mitnehmen kann, ausgedruckt, damit er ja alles auf einen Blick hat und gut vorbereitet ist. Dafür können wir uns das Simple Customer ansehen. Das ist eine Eigenentwicklung von uns, wo man die Daten, die in dieser Kundenzusammenfassung sichtbar sind, einschränken kann. Man kann genau auswählen, was man benötigt. Es gibt verschiedene Bereiche. Einmal die Service-Daten hier rechts, dann die CRM-Daten. Ich könnte manche Sachen aktivieren, deaktivieren oder auch noch einmal einschränken, beispielsweise nach Datum oder Status. Dann habe ich den Bereich Verkaufsdaten mit Angeboten und Aufträgen und einen allgemeinen Bereich. Und ich lasse die Daten so eingestellt, wie sie sind und mache mir eine starte den Prozess, dass die Zusammenfassung erstellt wird. Das wird dann direkt als PDF generiert und auch sofort geöffnet. Und dann habe ich hier meine Übersicht. Ich habe ja mein Template, was dann automatisch befüllt wird mit Kundendaten, Kontaktdaten, den Kundenverantwortlichen, die Branche ist zu sehen. Dann habe ich einmal alle Ansprechpartner, die hinterlegt sind, mit Funktion, Abteilung und auch Kontaktdaten. Ich sehe die verschiedenen Beziehungen vielleicht zu Vertriebspartnern, zu anderen Partnern. Das könnte alles hier in dieser Tabelle sichtbar sein. Dann habe ich mein Kundenteam, was für diesen Kunden zuständig ist. Ich sehe den Servicetechniker. Ich sehe auch Thomas Sales, mich selbst, zusammen mit Telefon und E-Mail. Dann habe ich verschiedene Verkaufsdaten sichtbar. Ich sehe die Aktivitäten, die bereits stattgefunden haben oder auch noch offen sind für den Kunden. Und wie man sieht, das Dokument ist sehr lang. Wenn man Simple Customer dann verwendet, könnte man es so einschränken, dass wirklich nur die relevanten Daten, die Thomas Sales zum Beispiel benötigt, angezeigt werden. Hier sind zum Beispiel alle Angebote zu finden auch. Und auch die Tickets werden sichtbar.
Thomas Sales kann sich dieses Dokument direkt ausdrucken und direkt mit zum Kunden nehmen, dass er es vorher vielleicht noch einmal kurz anschaut und genau weiß, was alles für diesen Kunden bisher gemacht wurde. Genau. Dann ist der Termin soweit vorbereitet. Thomas Sales würde zum Kunden fahren und könnte dann an seinem Tablet die App verwenden. Er sieht erstmal ganz normal wie im Browser die Sales Cloud. Er landet auch auf der gleichen Startseite. Er kann dann in seinen Kalender gehen und schaut, welche Termine sind denn für ihn aktuell eingeplant. Er hat hier die initiale Anforderungsanalyse. Die öffnet er nun. Ich muss einmal, das sperre ich gerade, da ich im System auch drin bin. Da ist der Termin. So, dann öffne ich es nochmal neu, dann dürfte da nichts blockiert werden. So. Genau. Okay, dann gehe ich nochmal in den Kalender und schaue, dass ich den Termin jetzt nicht mehr sperre. Ja, das sieht gut aus. Gut, Thomas Sales ist dann vor Ort beim Kunden. Er kann dann direkt den Status erstmal ändern des Termins. Er ist jetzt in Bearbeitung. Und geht in den Bearbeitungsmodus. Er unterhält sich nun mit dem Kunden und er gewinnt ein paar Informationen und möchte diese natürlich auch festhalten. Das kann er in dem Notizbereich machen. Dabei kann er zum Beispiel auch die Sprachfunktion, die das Tablet schon mit sich bringt, verwenden und einfach die Notizen schnell erfassen. Er muss nichts manuell selber tippen und geht dann einfach auf das Mikro. Die Anlage eignet sich optimal für das neue Werkpunkt. Bitte erstellen Sie ein Angebot über 5 Verpackungsmaschinen V300. Punkt. Dann kann er einmal prüfen, hat die Sprachfunktion das korrekt erkannt. Die Anlage eignet sich optimal für das neue Werk. Bitte erstellen Sie ein Angebot über 5 Verpackungsmaschinen V300. Das passt soweit. Er, hat seine Informationen, kann damit wieder in das Büro fahren und das Angebot dann im Büro anlegen. So, dann kann er in die Opportunity wieder reingehen. Und geht dann in die zum Angebot. Ich bin gerade im Lead, sehe ich gerade. Okay, so, Opportunity. Obwohl, ich kann ja auch einfach über die Opportunities, die am Lead hängen, gehen. So. Zum Beispiel über den Belegfluss. Da sehe ich ja alles, was mit diesem Lead zusammenhängt. Da sehe ich zum Beispiel meine Opportunity, auch meine E-Mail und kann dann hierüber in meine Opportunity auch reinspringen. Genau, und dann gehe ich in die Verkaufsbelege und lege das Angebot für die 5 Verpackungsmaschinen dazu an.
Es werden wieder alle Daten vorbelegt, wie das auch bei dem Qualifizieren des Leads war. Ich muss jetzt noch die Zahlungsbedingungen, die sind ein Pflichtfeld, auswählen. Und sehe hier unten meine 5 Verpackungsmaschinen, die wir in der Opportunity schon einmal angegeben haben. Daher können wir jetzt das Angebot abspeichern direkt. So, hier ist mein Produkt angelegt mit Preis, mit der Einheit und der Menge. Wir haben jetzt aktuell einen Rabatt von 2%. Wir möchten aber den Rabatt noch anpassen. Können hier in der Preisfindung alles sehen, was bereits automatisch gezogen wurde. Wenn wir es abändern möchten, gehen wir oben auf den Stift in den Bearbeitungsmodus. Und können dann den Eintrag manuell ändern, das Ganze absichern. Und dementsprechend passen sich die Daten rechts auch an. Genau, dann ist Thomas Sales mit seinem Angebot so zufrieden. Er möchte gerne einmal die Vorschau sehen. Wie würde das Ganze denn im Formular dann aussehen? Da wird auch das PDF automatisch wieder geöffnet. Ich habe meine Kundendaten. Ich sehe die Termine, die Daten. Bis wann ist das Angebot gültig? Ich sehe die Lieferadresse und eine kurze Anrede und habe dann hier die Position aufgeführt mit Menge, Nettopreis, Nettowert und auch die Produktbeschreibung ist zu sehen und auch unser Rabatt wurde gezogen. Auch die Zahlungsbedingungen sind zu sehen und natürlich weitere Informationen auch zu unserem Unternehmen. Das sieht soweit gut aus. Von daher kann Thomas Sales das Angebot jetzt signieren. Und dann wird das Angebot einfach abgeschickt. Und der Fortschritt hat sich verändert. Er ist jetzt in Bearbeitung. Wir sehen in der Ausgabe sehen wir unser Angebot, was erstellt wurde. Da ist die PDF hinterlegt. Wir sehen Ausgabedetails. Wir sehen auch, dass bei den Empfängerdetails, dass das Angebot an die Genusswaren GmbH rausgegangen ist, an die E-Mail-Adresse. Genau, und könnten dieses Dokument dann auch ausdrucken, falls notwendig, oder halt herunterladen, um es für weitere Zwecke zu verwenden. Damit ist der Prozess so erstmal beendet. Thomas Sales ist zufrieden, er hat das Angebot herausgeschickt und möchte jetzt noch weiter in seinen Analysebereich reinschauen. Er geht in die Pipeline für Manager. Und hat hier einen Überblick, was alles in der Pipeline aktuell liegt. Er kann zum einen in die verschiedenen Phasen wechseln. Er sieht hier in der Phase Opportunity identifizieren. Ist im Moment ein erwarteter Erlös von 8.329.273 Euro. Er könnte jetzt auch die Berichte, die ebenfalls zu sehen sind, anpassen. Nur für die Phase Opportunity identifizieren. Das heißt, die Zahlen ändern sich dementsprechend hier. Er könnte für den November zum Beispiel sehen, welche Opportunities stehen da an. Da kann er zum Beispiel auch alle Phasen dann auswählen und dementsprechend verändern sich die Berichte wieder.
Und er sieht, im November steht einiges an. Da ist der erwartete Lösch sehr hoch bei 953.000 Euro. Und daher ist noch einiges zu tun, einiges abzuarbeiten. Und er ist zufrieden damit und kann seinen Tag glücklich und erfolgreich beenden. Genau. Dann schauen wir einmal, was haben wir aus dieser Live-Demo mitgenommen. Zum einen die Integration der Outlook-Mails in die Sales Cloud passiert via Drag-and-Drop. Es ist ein intuitives UI, mit dem man Leads und Opportunities erfassen kann. Der Vertriebsprozess hat eine Unterstützung durch den Vertriebsassistenten, dadurch, dass die Aktivitäten schon voreingestellt sind und nur noch ausgewählt werden müssen, die Aktivitäten, die man benötigt. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze mobil zu erfassen über das Handy oder das Tablet, wenn der Mitarbeiter vor Ort ist beim Kunden. Man kann die Angebote direkt aus dem System erzeugen und versenden und alle Daten sind strukturiert und übersichtlich verfügbar. Dann möchte ich noch einmal auf unsere CX Smart Starter und unsere Simple Apps kommen. Bei unserem Prozess sehen wir hier die verschiedenen Smart Starter Paketlösungen. Das sind Partner Package Solutions der SAP. Sie sind SAP Qualified. Genau, unser Smart Starter SAP Sales Cloud Prozess, den haben wir gerade gesehen, von der Identifizierung des Kontaktes bis hin zum Angebot. Dann haben wir noch das Smart Starter SAP Service Cloud Paket, was am Donnerstag dann auch vorgestellt wird, und das Smart Starter Field Service Management Paket, was nächsten Dienstag vorgestellt wird. Zu dem Smart Starter for Sales Cloud, wie ich schon gesagt habe, Reporting zum Beispiel, was wir zum Schluss gesehen haben, das Dashboard. Die verschiedenen Analysen können selbst auch erstellt werden. Das ist zum Beispiel ein Punkt in unserem Smart Starter for Sales Cloud Paket. Und auch der Vertriebsprozess, den wir gerade gesehen haben, ist enthalten. Aber noch viele, viele weitere Bestandteile. Zu unseren Simple Apps. Wir haben gerade einmal im System Simple Customer gesehen. Das ist diese PDF-Generierung mit der 360-Grad-View. Wir haben noch weitere Simple Apps wie Simple Quality. Da geht es um die Datenqualität der Kundendaten, oder Simple Knowledge, eine integrierte Wissensbasis. Und es sind auch noch weitere Simple Apps geplant, zum einen Simple Thing, wo es um die Früherkennung von Fehlern in Maschinen geht und eine automatisierte Ticketerstellung, und das Simple App Offer, was ein Angebotstool ist auf Basis von ECC oder S4-Daten. Dann würden wir jetzt zu der Fragerunde kommen. Manfred, gibt es bereits schon Fragen?